Im heutigen Video habe ich einen Hightail-Jet gegen 5 Low-Tier-Flugzeuge kämpfen lassen. Die Regeln sind einfach, der Hightail-Jet hat 2 Leben pro Map und die Low-Tier-Flieger jeweils 3. Der erste, der 2 Maps für sich entscheiden kann, hat gewonnen. Was glaubt ihr, wer hier gewinnt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst auch gerne, wenn es euch gefällt, eine positive Bewertung auf dem Video da. Abonniert auch gerne den Kanal für mehr Warthunder-Content. Aber jetzt viel Spaß mit dem Video. So, wir starten rein. Du sagst trotzdem, das wird ein schnelles Ding, ja? Du frühstückst ja mal eben ab, ja? Ja. Wer wirst du heute abgeschossen? Einmal. Überschall ist ja schon echt nervig, oder? Schon, ja. Scheppert halt unnötig laut. Dass er direkt auf euch zufliegt, weil das die einzige Chance, die wir haben, ihm irgendwas mitzugeben. Weil im Dive, ihr seht ja, was Speed angeht, kommen wir nicht hinterher. Nee, Herr, noch nicht, aber er geht runter, Keiner geht nicht. Der Drecksack. Ich glaube, wenn er still steht, sollte man ein bisschen. Ja, Frank, ich könnte Raketen aufstellen. Er hat mir den Dings weggeschossen vorhin direkt ins Höhenruder. Ansonsten hätte ich da noch was getroffen. Ja, die Flak hat mich weggemacht. Sterben sie natürlich durch die Luftabwehr von dem Flughafen. Ich habe auch ein bisschen Angst, sage ich dir gerade ehrlich. Das zählt auch, ne? Wenn dein Flugzeug kaputt ist, ist dein Flugzeug kaputt. Okay, Viper One, er geht rein. Ach, nevermind. Das hat sich dann auch erledigt. Also steigen die ganze Zeit in den Down-Diven, könnte schwierig werden für uns. Oh, direkt, du Drecksack! Das ist der erste. kurzes Statement, ich sehe einen fliegenden, einen brennenden Neuzeit-Jet. Na, das siehst du nicht. Also einen hast du schon draußen. Viper ist schon mal weg. Komplett? Ja, den hast du schon dreimal weggemacht. Ah, da ist er. F4, also ein Kronos, hat nichts. Also wir haben jetzt noch 5 Leben übrig im Team insgesamt. Wir haben 10 gebraucht, beziehungsweise 9 für den ersten Kill. Das sieht nicht ganz so gut aus. Oh, landet er? Vielleicht baitet er damit. Das sah so aus, als wollte er nochmal umdrehen, aber... Nee, der geht jetzt erstmal für den Brav seiner Bornschrein. Raucht mehr wie eine F4 sollte. Jetzt schafft er die Landung nicht, das wäre schon. Ja, ich hab ihn zerstört! Yippie! Das ist nämlich. Ich hab die Landung wirklich nicht geschafft, wie schön. Ist das tragisch. Dafür gibst du die erste. Oh, dafür gibst du die erste Map, was du vergeben. Sei es ihnen gegönnt. Na gut. Dann einmal raus, dann gehen wir in die nächste Map. Ah, weißt du, was jetzt schon mal schwieriger wird? Dadurch, dass es kein Wintergebiet ist, haben wir ja erst deutlich später die Chemtrails. Das heißt, wenn ich etwas tiefer fliege, sehen die mich nicht so schnell. Aber leider sehe ich die dann auch nicht so schnell. Also. Ja, nein! Ah, shit! Mein Höhenruder fehlt. So knapp. Ja, er will landen. Wollen wir tryen? Okay, Landeversuch Nummer 2. Ich kann das eigentlich. Eigentlich? Oh, sanft aufgesetzt. Mein Glückwunsch. Danke. Oh Gott. Oh. Glück gehabt. Also, die gehen aber voll rein. Ja. Nein, ist nicht. Das, meine lieben Leute, war knapp. Ich hab dich da fummeln sehen. Ja. Du hast einen Überschlag gemacht. Ich glaub, da kommt was. Ja, das... Oh, Glück gehabt. Hast du Glück gehabt, dass du da teleportiert wurdest. Er hat alles in diesen einen Angriff gelegt. Und ihn hat so weggescheppert. Oh, da kommt noch einer. Oh. Schnell hoch. Wenn du schaffst, vielleicht sogar. Ich komm. Ich hab's gut.
schönes Ding. Schönes Ding. Upsi, upsi. Drei Leute sind raus, es sind 2 gegen 1. Boah. Ah, es ist wirklich da unten, ne? Die schießen mit Raketen. Zicker über mir. Er kommt gerade auf dich rein. Es macht. Ah, da. Ja. Fuck. Hat er mich. Wenn ihr euch das splittet, wirkt er ein bisschen verwirrt. War das ein Blitz? Dann kommt er halt genau auf euer Level runter. Das wäre sehr ungünstig. Wäre sehr schön, weil ich kann ihn nicht outturnen. Ja. Du bist 10 Kilometer weg. Nein. Nein. Jawohl. Ab zum Matchpoint. Ein bisschen. Ab zum Matchpoint. Jetzt toll, das erste, was ich auf dem Radar sehe, ist der Quotenbomber. Schön ist, die alten Flugzeuge haben noch keine Feuerlöschsysteme an Bord. Boah, Alter. Auf dich. Geht auf dich. Ja. Ja, das war's. Der fliegt. Ja. Der hat keine Muni mehr. Das wird doch witzig, wenn er zum Flugplatz fliegt. Müsste schnell genug da sein. Er sucht direkt über Raketen zu kommen. Er geht langsam 5000 Meter. Er ist gerade bei den Bäumen, die man sieht. Er ist gleich kurz vorm Airfield. Ich kann versuchen, ihn abzufangen. Ich will beim Takeoff erwischen. Ja, das müssen wir erstmal schaffen, wenn wir der Flak ausweichen müssen. Nur wenn, ja, wenn er halt am Airfield, wenn du nicht killst, dann hast du halt das Flugzeug in den Sand gesetzt quasi. Oh mein Gott, das ist knapp. Oh Gott, das war mein Heck. Die AA ist aber auch ganz hinten, weit hinten. Ja, Problem ist, wir können nur einmal runter und dann haben wir kein Speed mehr. Ja, starte mit Afterburner. Vor allem müssen wir aufpassen, wenn du von sehr Höhe divest. Also, verblüten soll es heißen. Macht keinen Bell-Learning, wenn ihr es nicht wisst. Oh, nicht schlecht. Damn, das war ein guter Schuss, Alter. Wahnsinn. Damit habe ich nicht gerechnet, ey, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, er kommt, glaube ich, direkt. Ah. Oh! Das sah gut aus. Get outclassed, ja, my friend. Der fliegt noch. Nee, der ist tot. Der ist tot. Pilot Snipe, glaube ich. Ne? Das war's, ne? Pilot Kill. Das war's. Das war dein tolles Flugzeug, ne? Ja. Du scheiß Lacker. Mann, was ist da los? Ja, Junge, schießt der einfach mit einem Scheißschuss meinen Piloten da raus? Ja, soll ich mal was Geiles sagen? Was denn? Mit den Popel-MGs. Ja, das ist einfach lächerlich, ey. Das ist genauso wie wurde mir das eine Mal, wo deine 30mm einfach in mir explodiert ist. Ey, der erste Kill, da muss ich mir selber auf die Schulter klopfen. Ich hätte nicht gedacht, dass der trifft. Ich auch nicht. Hab ich gemerkt.